Jo, Gemeinde, Rock'n'Roll. So, jetzt wieder zurück auf den Prüfstand und mit dem Duke Battle Renner von der vorletzten Video. Da habt ihr ja gesehen, dass wir sie ans Laufen gekriegt haben. Da war noch viel zu tun. Die Lichtmaschine war ja durch. Die haben wir natürlich jetzt machen lassen. Da kommen wir gleich zu. Und der Vergaser war ja auch ziemlich maggi. Den haben wir jetzt auch komplett überholt. Das sehen wir aber auch gleich. Wichtig war aber auch ja noch eins zu ergründen. Die Späne, die wir unten in der Magnetschraube bzw. in der Siebschraube gefunden hatten, also diese Aluspäne, wo kamen die her? Ne? Und ich habe es gefunden und das sehen wir jetzt. So, der Fehler ist gefunden. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts passiert, hier sind auch keine Späne mehr drin, Gott sei Dank, aber ja. Wie wir sehen, haben wir hier kleine eine spanende Abtragung gehabt. Also quasi, wir haben aus der LC4-Kupplung eine Drehmaschine gemacht. Wieso passiert sowas? Klar, ihr seht den Riss da, kann man das sehen? Ja, ne? Ja. Ja. War ja klar, das Ding ist ja mal geschweißt worden, weil voll auf die Fresse. Dann nach innen natürlich nach innen gedrückt, wieder ein bisschen nach außen gekloppt, dann außen zugeschweißt, aber anscheinend war das nicht genug. Ne? Und wenn dann die Kupplung ordentlich gezogen wird, fängt es dann an zu rattern. Ich weiß nicht, ob man das nicht gehört hat, weil das Ding so laut ist, keine Ahnung. Aber ne, alles nur halb so wild. Hier ein bisschen Aluspäne runtergenudelt, dann runtergefallen zum Sieb, also da passiert nichts. Die waren auch zu groß, dass sie irgendwie in die Ölpumpe reinkommen. Daher machen wir schön wieder zu, warten jetzt noch auf den Vergaserrepsatz und dann wird das Ding wieder zusammengebaut und kommt das dann auf die Rolle. Die Lichtmaschine ist auch schon da. Schön frisch gewickelt, neu vergossen. Ich setze euch mal den Link von der Firma Motec unten in die Videobeschreibung rein, in den Infotext. Also wenn ihr mal Schwierigkeiten haben solltet mit sowas hier, die Jungs machen das alles wieder schön. Ja, wirklich klasse Sache. Oder halt, wie gesagt, uns schicken und wir geben es dann weiter. Ja, ne, da würde ich sagen, machen wir wieder zu. Dann frisches Öl rein und dann ab auf die Rolle, wenn der Vergaser fertig ist. So, jetzt ist alles soweit parat. Vergaser läuft auch nicht mehr aus. Ne, Lichtmaschine ist repariert, springt wunderbar an, der Apparat. Anderen Reifen haben wir, wie gesagt, aufgezogen. Das ist der alte Slick, wie gesagt, von meinem vom Renner. Und jetzt, ja, musst du zeigen, was sie kann. Also wir werden aber als allererstes mal das Fahrzeug vorsichtig abrollen im puncto AFR-Wert. Denn da ist jetzt die Originalbedüsung ja drin, die halt früher auch drin war. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass wir das damals gemacht haben im AFR-Tester. Also da hatte ich auch noch keinen. Also war das wieder alles so früher, ne? Pi mal Augen, passt schon. Das können wir natürlich jetzt mal genau checken. Läuft die zu fett? Ich gehe mal davon aus, das wird so sein. Und dann werden wir uns ein bisschen rantasten, werden aber dann trotzdem schon mal schauen, wie ist die in diesem Setup gerannt. Ja? Ich habe auch einen frischen Luftfilter reingemacht, also so ein Supermoto Schaumfilter, die man von Twin Air kaufen kann. Wie der originale aussah, das seht ihr jetzt. So, das ist der Filter hier, also der Rest, das was noch übrig ist, wenn ihr das mal anguckt hier bröselt der Schaum so dahin, also da ist nicht mehr viel los mit, daher müssen wir den auf jeden Fall erneuern, aber da kann man mal sehen, was so passiert mit den Jahrzehnten mit diesem Schaum, das ist schon wirklich gigantisch, löst sich komplett auf, kann man so richtig so in den Fingern zerreiben. So, jetzt wollen wir mal schauen, was sie kann. Also erster Lauf, Originalbedüsung, so wie sie damals war. Wir rollen jetzt mal ein Raster ab und dann gucken wir mal, was die Leistung sagt. Ja, warm gelaufen ist sie schon, da habe ich sie schon. Deswegen ankicken, go. Thank you.
Okay, dann schauen wir uns das mal an, was die Rakete, die Oma, da jetzt noch so gedrückt hat. Erster Lauf, dritter Lauf, vierter Lauf. So. Ja, also erstmal die Kurve schön glatt, keine Löcher drin. Also das scheint alles noch relativ gesund zu sein, mechanisch. Sonst sähe das hier anders auch aus, auch Kupplung. Also Kraftübertragung der Kupplung aufs Hinterrad funktioniert auch noch einwandfrei. Wir haben auch keine Zacken hier drin oder Ausrutscher. Ja, was sehen wir? 70 PS, ne? In der Spitze bei 7700, 7600 Umdrehungen. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben einen Drehmoment von knapp 70 Newtonmeter bei 6450, also ungefähr hier. Ja, sag ich mal, das ist schon mal nicht verkehrt. Wir hatten damals, wo der Motor neu war, hatte der ungefähr, das ist jetzt schon lang her, zwischen 75 und 76 PS an der Kupplung damals, manchmal auch 77. Allerdings wurde das noch nach alter Väter Sitte nach DIN gemessen. Heute sind wir ja ein bisschen weiter. Modernere Prüfstände, die messen natürlich etwas genauer, anderer Messzyklus. Ne? Wir messen ja jetzt nach IG, da sind wir etwas weniger. Also sag ich mal, nicht mehr die Leistung wie neu, aber definitiv noch nah dran. Ne? Wenn wir uns jetzt mal die Doppelgrafik angucken wegen Kraftstoff, und da sehen wir eben halt schon, das ist halt, ne, nicht wirklich damals nach AFR-Wert abgestimmt worden. Wir sehen also hier, erstmal springt sie natürlich extrem fett mit der Beschleunigerpumpe. Das ist bei diesem alten Vergaser auch ein bisschen schwer einzustellen. Geht also hier im Bereich 10 zu 1. Also monsterfett und krabbelt sich dann hoch und bleibt dann bei Vollgas stehen bei 12,3. Ne? Also wir sind dann so bei Lambda 0,85 knapp. Das hat man halt früher, ne, gesagt, ne, viel Sprit, haben auch viel Innenkühlung, ist bei einem Einzylinder, der auf der Rennstrecke geprügelt wird, mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Ne? Aber wie gesagt, das muss nicht sein, da werden wir gleich nochmal rangehen. Ne? Gut, aber ansonsten bin ich doch recht zufrieden, dass die alte Rakete nach so langer Standzeit und so viel Betriebsstunden sich noch so gut im Futter zeigt. Ne? Dann würde ich sagen, machen wir weiter. So, interessant ist natürlich auch, wenn wir jetzt hier über diese Kurve von dem Rennermotor mal einen Big Bore Motor von uns drüber legen. Hier habe ich jetzt aktuell nur auf die Schnelle einen gefunden von einem Highflow-Motor mit 80 Hub, 103 Bohrung und MSP1. Auch mit keinen Flachschiebervergaser drauf und Acker. Und wenn wir die jetzt mal drauflegen, ja, sieht man im direkten Vergleich, was denn zum Beispiel jetzt der Hub, der Mehrhub und vor allen Dingen halt auch diese MSP1-Nockenwelle, also diese sogenannte Rallye-Nockenwelle, die ja auch gerade für Drehmoment zuständig ist, denn so bewirken kann in so einem Motor im direkten Vergleich zu einem für die Rennstrecke gebauten Motor mit dieser MSP1-Nockenwelle. Also beim Rennstreckenmotor brauchen wir ein Drehzahl oben raus, beim Straßenmotor wollen wir Schub aus dem Keller. Und das ist natürlich jetzt sehr gut zu erkennen hier. Ja, also wir haben hier alleine bei 4000 Umdrehungen einen Unterschied vom Drehmoment, das ist schon enorm, von 43 Newtonmeter auf 57 Newtonmeter. Ja, und in der PS-Zahl sieht es ähnlich aus. Da haben wir statt 25 PS jetzt gerade bei dem Renner jetzt dann da schon 33 PS anliegen. Also da ist schon enorm was zu backen unten raus. Erst ab 7000 Umdrehungen wird es dann gleich und dann geht oben rum die MSP1 nochmal eine Runde weiter. Beim Serienmotor wäre das noch krasser, wenn man das mal drauflegen würde, aber da habe ich jetzt gerade keine Kurve hier. Dementsprechend kann man gut erkennen, wo hier die Unterschiede sind bei diesen Motoren, wenn man eben halt den Hub belässt, also bei 78 Hub zum Beispiel und 103 Bohrung reinmacht und dann dementsprechend oben raus die Rennsport-Nockenwelle verbaut. Also hier in dem Bereich einen Mehrwert, hier unten leider nicht. Ne? Dafür braucht man eben halt, wie gesagt, diese berühmt-berüchtigte Rallye-Nockenwelle und die funktioniert halt gerade in diesem Bereich hervorragend. Ne? Nur obenrum, ne, geht da halt die Luft aus. Okay, dann machen wir weiter. Ja, geht doch. Ne?
Da ist die Oma noch gar nicht so schlecht im Futter. 70 PS und, was haben wir gerade gesagt, ja, knapp 70 Newtonmeter, 70,1, 70,11 bei einer Messung und 70,60 PS. Ich sag mal, das ist für so einen alten Bomber gar nicht mal schlecht. Ihr seht aber anhand dieser Leistungskurve, wie diese Motoren eigentlich im Endeffekt anders laufen als die Big Bore Motoren, die wir normalerweise bauen. Ne? Also erstmal kommt nix und dann reißt die MSP1 an und jagt das Ding halt nach oben. Das ist ein ganz klares Rennstrecken-Setup. Ne? Da wird kein Drehmoment gebraucht, da geht es sowieso nur mit hohen Drehzahlen auf die Fresse. Daher hier 78 Hub, wie gesagt, und 103 Bohrungen. Auch schön zu erkennen, wie diese verschiedenen oder wie diese Unterschiede sind zwischen den Mehrhubmotoren mit der gleichen Bohrung und diesen in Anführungsstrichen Kurzhubmotoren mit der gleichen, also mit, auch mit 103 Bohrung. So, jetzt ist hier natürlich, wie gesagt, der Kopf noch gemacht. Also komplette Kanalbearbeitung mit Ventilsitzradien und der MSP1, also quasi der Rennnockenwelle, die wirklich erst ab 5000 Umdrehungen Leistung liefert. Unten drunter ist alles schlecht. Gut, aber ihr habt auch gesehen, am AFR-Wert, also beim Vollgaswert, mega fett. Ne? Also der spritzt über die Beschleunigerpumpe natürlich erstmal ordentlich ein. Das können wir auch ein bisschen reduzieren und da versuchen wir zu reduzieren, weil da müssen wir wirklich nicht hin. Aber dann auch beim Dauervollgas oben raus sind wir ja, bei knapp etwas über 12. Das muss auch nicht sein. Deswegen geht es jetzt nach alter fetter Sitte an den Vergaser, umdüsen und dann kommen wir gleich nochmal rein. Bis gleich. So, jetzt haben wir komplett umgedüst, also was heißt komplett, also wir sind jetzt von einer 180er Hauptdüse, die war da damals serienmäßig drin, auf eine 170er runter. Warum? Ne? Mehr Bohrung, mehr Drehzahl, wie auch immer, erhöht auch den Unterdruck, allein schon durch die größere Bohrung, daher höherer Unterdruck, muss die Düse eigentlich kleiner gewählt werden, weil dann geht das Motorrad zu fett, weil dann die Bohrung einfach zu groß ist, ne? Und uns noch mehr Kraftstoff rausreißt. Bei der elektronischen Einspritzung ist es genau umgekehrt, da ist das elektronisch in der Zeit festgelegt. Da müssen wir öfters mal fetter gehen, aber beim Vergaser ist es meistens so, dass die Serienabstimmung immer dann too much ist, wenn man den Motor quasi mit mehr Hub und mehr Bohrung versieht. Das nur so am Rande und jetzt schauen wir mal, ob das stimmt. Also von 180 auf 170, also 10 runter, gucken wir mal. Ja, so, abgerollt mit der kleineren Düse und jetzt legen wir nochmal die Kurve von gerade drauf und packen jetzt mal hier die 170er Testreihe drüber. So, und wir sehen, dass wir eigentlich nicht viel sehen. Ne? Aber anhand der Zahlen sehen wir schon, es ist etwas besser geworden. Also wir hatten vorher 70,6 beim Runfall 4. Und 70,11 Newtonmeter. Die Newtonmeter sind eigentlich identisch geblieben. Kein Thema. In der PS-Zahl haben wir etwas gefunden. Das seht ihr ja hier. Da sind wir ein bisschen besser geworden. Das ist jetzt aber wirklich nicht dramatisch. Aber wenn wir uns jetzt mal die Doppelgrafik angucken, wegen Kraftstoff. Jetzt spinnt er wieder hier. So. Sehen wir schon, dass wir mit diesen 10 Punkten, also wir sind ja wirklich von 180, von der 180er Hauptdüse auf eine 170er gegangen.
so langsam in die Richtung, dass ne, die magische Linie kommen, 13,2:1. Da wäre es natürlich jetzt sehr schön, wenn wir da langsam uns nochmal ranarbeiten würden. Also, keine Ahnung, 168er Hauptdüse, 165er Hauptdüse. Und da würde mit Sicherheit hier auch noch was passieren. Also bei dem PS, ne, da würde dann, keine Ahnung, ich behaupte mal 72, 73 irgendwann auch erreicht werden. Alleine nur mit der Reduzierung des Kraftstoffs. Also da kann man schon erkennen, dass eben halt zu Fett auch nicht gut ist, ne, ganz klar. Mit Sicherheit merkt man das beim Fahren auf keinen Fall. Also diese eine PS, ein PS mehr ist wirklich absolut uninteressant bei der Beschleunigung oder beim Speed. Auf der Rennstrecke, wie gesagt, macht man halt so Geschichten, um die halt ein bisschen fetter laufen zu lassen, damit die Innenkühlung besser ist. Aber wie gesagt, wenn man wirklich sich ein bisschen rantastet, kommt man da auf jeden Fall noch leistungsmäßig etwas nach oben. Was wir noch machen können, das besprechen wir gleich. Ob das sinnvoll ist oder nicht und wie man da noch was dann ändern kann, um hier das noch zu verbessern, also nicht nur mit der Düse, sondern halt auch mit Umbauten, zum Beispiel am Vergaser. Aber wie gesagt, das machen wir gleich. Da würde ich sagen, wieder zurück in den Prüfstand. Bis gleich. Ja, und ihr habt gesehen, ne, je mehr man da ein bisschen in Kraftstoff arbeitet, also jetzt dementsprechend 10 Stufen von der Vergaserdüse runtergegangen, also von 180 auf 170, wird auch die Leistung besser. Das war jetzt ja natürlich nur marginal, 1, und PS. Aber ich habe nachher nochmal die Sitzbank runtergemacht, bin halt so gefahren, im Arsch hinten auf dem Plastikding. Und siehe da, da wird die Leistung auch immer besser. Also im Drehmoment wird dann leicht besser und auch in der PS-Zahl wird es leicht besser. Daher kann man davon ausgehen, wenn wir jetzt hier noch im Ansaugtrakt arbeiten würden, können wir mit Sicherheit hier noch ein bisschen Leistung finden. Siehe zum Beispiel unser Powerrohr-Umbau mit dem BMC-Filter und diesem, ja, mit dem speziellen Rohr aus dem POM gedreht, wie ihr das von den Stage 1-Kit kennt. Das ist ja nur ein ganz langes Teil. Das gibt es dann extra für die großen Filter hier. Ne? Ja, machen wir aber nicht. Warum nicht? Dafür ist das Motorrad nicht da. Denn jetzt hat sie gezeigt, dass sie noch alles kann oder fast alles kann, was sie früher konnte. Und deswegen geht die jetzt so, wie sie ist, in Rente. Ja? Das heißt, die wird jetzt noch ein bisschen schön sauber gemacht und dann werden wir die wieder schön ins Schaufenster reinstellen und wird auch später, wenn unser Ladenlokal fertig ist, da geht es nämlich dieses Jahr im Frühjahr auch mit los, endlich, dann auch da den Ehrenplatz bekommen und dann für immer und ewig dann dort auch vielleicht ihr Leben fristen. Vielleicht holen wir sie nochmal raus, wenn ich irgendwann nochmal Zeit habe, ein bisschen auf der Rennstrecke zu fahren. Spaß hätte ich schon dran, also das ist eigentlich falsch gesagt, ich habe eigentlich richtig Bock da drauf, oder hätte ich, aber ne, wann soll ich das machen? Momentan ist da eh keine Chance. Also, dementsprechend Rente ab heute und dann packen wir sie, wie gesagt, ins Schaufenster rein und dann wird sie da erstmal dekorativ wieder stehen. Wir werden sie natürlich vorher komplett konservieren. Ne? Da muss ich ein bisschen mit Motul quatschen, was wir da am besten machen. Irgendwie Öl raus, Konservierungsöl rein, whatever, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber dann noch mal einmal ein bisschen überfeudeln, ein bisschen schön machen und dann geht's ab. Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das dann. Zum nächsten Video geht's da lang, das wisst ihr schon. Abonnieren muss ich auch keinem erklären. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag zum Thema Unterstützung, Tipp, Trinkgeldkasse. Findet ihr alle Infos, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung oder halt oben im Link. Ja? Und deswegen reicht für heute. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Macht's gut.